Herzlichen Glückwunsch, deutscher Meister. Und ich bin mal so frei, wenn die Brille hier weggeworfen wird. Wo sind die jetzt hergekommen? Fußballgott. Die wurde mir einfach in die Hand gedrückt. Ich wollte jetzt nur noch mal ein bisschen seriös wirken gerade. Ah, okay. Na, das können wir schon mal beiseite schieben. Die wurde einfach so in die Hand gedrückt, ja? Ja, genau. Wie ist es jetzt, deutscher Meister zu sein? Ja, ich weiß nicht, wie viele Steine gerade von unseren Schultern, Herzen fallen. Wir haben uns einfach für die Saison belohnt und ich bin unfassbar stolz auf die ganze Mannschaft. Steine von den Schultern fallen, das klingt so, als wäre da eine Anspannung gewesen. Wenn man sich aber überlegt, dass es hier 11:1 ausgegangen ist, dann kann man davon gar nicht reden, oder? Naja, das Spiel lief eigentlich genauso, wie wir es uns vorgenommen haben. Wir wollten ins Spiel gehen, wollten ja direkt Feuer geben und Feuer machen, Tore schießen und das hat einfach funktioniert. Dennoch ist es ganz normal, du gehst in ein Spiel rein und du weißt, du musst es gewinnen, um deutscher Meister zu werden. Ich denke, das ist ganz natürlich, dass da vorher ein bisschen Anspannung und Druck da ist. Diese Atmosphäre hier heute, die sich ja auch aufgebaut hat, wie hat man das auf dem Rasen wahrgenommen? Also, ich finde, die Stimmung ist überragend hier heute. Das ging schon beim Aufwärmen los. Die Leute waren unfassbar laut, die haben uns getragen und ich glaube, wir haben heute hier alle einen richtig, richtig geilen Tag erlebt und der ist noch lange nicht vorbei. Ja, apropos, wie sehen die nächsten Stunden aus? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal auf den Marienplatz. Da freue ich Wurde mich das nicht drauf. Besprochen oder was? Es wurde schon besprochen, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe mich erstmal nur aufs Spiel konzentriert und jetzt denke ich, werden wir alle Gas geben und feiern. Ist der Trainer eigentlich ein Feierbiest? Ich denke, heute ist er eins. Aber noch nicht erlebt oder was? Nee, noch nicht so erlebt, aber heute kann er es zeigen. Aber wenn wir über Alexander Strauß noch mal ein Wort verlieren, das ist seine erste Saison und er holt direkt mit dieser Mannschaft dann noch den Titel. Wie groß ist sein Verdienst? Sein Verdienst ist genauso groß wie der vom ganzen Staff, vom ganzen Team. Um den Meistertitel zu holen, brauchst du wirklich das komplette Team. Das schaffst du nicht mit einzelnen Leuten. Und von daher, das Jahr war unfassbar intensiv. Es war am Anfang Umbruch, vieles war neu, viele Verletzungen. Und trotzdem haben wir zusammengehalten und das Ding nach Hause geholt. Firebeast haben wir geklärt. Und wer ist die beste Tänzerin? Das weiß ich nicht, aber das sage ich euch dann morgen, okay? Okay, einverstanden. Herzlichen Dank. Viel Spaß beim Feiern. Dankeschön. Alles Gute. Danke.